Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 132 von Aborion. Ja, hier sind wir wieder in dem Sektor, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Leider kam kein Kommentar vom Thomas. Jetzt weiß ich nicht, was ich weitermache. Nein, ich weiß schon, der Botan war ja angesprochen und ich glaube, ich muss mal gucken, wo der überhaupt jetzt rumschwirrt. Und das werden wir in dieser Folge mal gucken, dass wir das rausfinden, ne? Damit wir dessen Sprungding da kriegen. Das war auch ganz wichtig, hatte der Thomas geschrieben. Weil das geht alle halbe Stunde oder so, diese Quest, und dann kann man das in alle seine Schiffe einbauen. Da kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir den finden, ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir weiter. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier irgendwo das hinkriegen. Dass wir irgendwen fragen, der hier rumfliegt. Es gab wohl ein Update, dass da wieder irgendwas ist. Ach, ich hätte den Haken setzen müssen. Naja, jetzt egal. Frachter, Frachter, Güterschiff. Frachter, wissen die das? Weiß ich jetzt gar nicht. Lass sich von Botan hüten. Er ist ein Schmuggler, der zu feige und um seine Details selbst abzuwägen, obwohl er eine Raumantrieb hat gesehen. Okay, er überlässt andere die Drecksarbeit, damit er nicht selber in Gefahr gerät. Okay. Nicht, dass ich wüsste, aber er muss nicht heißen. Wenn du Arbeit suchst, schau mal auf die elektronische schwarze Batterie-Station in der Gegend. Okay, Güterschiff. Ja, geht auch. Nicht wirklich, abgesehen von dieser Kriegsmaschine, die mich vor ein paar Wochen fast erledigt hätte. Ja, ich habe bei der Berechnung einen Hypersprungstil nicht richtig aufgehabt. Es greift mich dieses Ding an. Es war einer dieser riesigen Schiffe. Normalerweise sind sie inaktiv, aber dieses aus irgendeinem Grund nicht. Weggesprungen. Schade. Etwas doof gelaufen gerade, oder? Wie sehe ich das? War das schon immer so hier mit der Karte, dass hier so schöne Dinge, Symbole drunter sind, wo ungefähr der ist, dass man sieht, der ist drüber und der ist drunter? Krass. Okay, schade. Nicht, dass ich wüsste, aber es muss nicht heißen. Wenn du aber suchst, ja, auf den Brettern, das hatten wir schon. Der Kaufmann ist da gekommen. Ich weiß aber, soweit ich weiß, kann ich niemanden fragen. Fangen. Okay, wir sind wohl schon irgendwo in der Nähe, ne? Fregatten gehen nicht, die kann man nicht fragen. So, jetzt ist nur die Frage. Wir sind jetzt in diesem Schiff, wo wir eigentlich mit handeln wollen. Kapitän Entdecker. Vielleicht sollten wir uns den nochmal gerade zu Gemüte führen. Dass wir sind doch hier dran an der Werft, naja. Fliegt da mal was hin? Schauen wir mal, wo ist hier ein Dockingport? Okay, der da oben wäre jetzt näher, aber ist jetzt egal. Ich fliege hier hin. So, jetzt Crew anheuern und wir holen den Entdecker noch dabei. Den nehme ich nochmal mit. Gut. Okay. Ist der andere jetzt eigentlich hinter uns her, der Elch, oder wer war das? Ja, der kommt mit. Aber was ist mit ihm? Wir sind ja jetzt im Handelsschiff drin. Also in diesem Schiff wollten wir eigentlich Handel betreiben, ne? Der hat aber keine Reichweite. Das hat der Thomas auch schon angeschrieben gehabt, ne? Ja, da müssen wir uns auch kümmern. Jetzt müssten wir mal gucken, wo ein Ausrüstungsdock ist.
Und dann nochmal reinschauen, ne? Wir haben ja nicht sowas dabei, oder? Ah, das ist ja noch alles leer hier. Da müssen wir auch noch was reinbauen. Regenerieren habe ich schon nicht mehr aufgebaut. Scanner Booster, Hochklass XR Bergbausystem. Bergbausysteme brauchen wir gerade nicht. Bewaffnete Geschütze. Traktorstart Upgrade. Überraumverstärkersystem. Das bauen wir doch schon mal da rein. Da gibt es eine Raumjägerstaffel plus 1, okay. Interne Verteidigungswaffen, das ist aber jetzt hier sowas, wenn das geändert wird, das Schiff, oder? Ja. Ziel ist, das können wir, bau das doch hier ein. Ziviles Geschütz, unbewaffnete Geschütze. Ne, das ist für Bergbau unbewaffnete. Energiespeicher aufladen, schneller Batteriebooster. Der kommt da auch rein. Auto, Geschützturm, Slots. Das ist das, was wir jetzt da reinbauen. Beliebige Geschütze, okay, beliebige Geschütze. Aber diese Sachen, die bauen wir da rein, die können wir dann fest reinbauen. Warte ich aber erst mit. Wenn der Thomas dann doch noch die Folge kommentieren sollte, dann überlegen wir, dass das richtig ist und dass wir das fest einbauen. Oder er sieht hier noch was und wir bauen noch was dazu ein. Hier vorne ist 1, ne? Wir zählen durch und bis da hinten ist dann die letzte Zahl. Ne? Und ja, schauen wir mal. Der ist jetzt hier drauf. Das ist jetzt ein Entdecker. Wollen wir denn jetzt ein... Warte mal. Das ist ein Schmuggler. Ich weiß gar nicht, wo der ist denn da jetzt der Händler geblieben. War der in einem anderen Schiff? Könnte sein, ne? Betreten wir das doch mal. Ne, das war jetzt falsch. Hier ist der Händler drin. Aber... Der Thomas hatte auch geschrieben, dass wir da gar keine Beschützer dran machen müssen. Dann kann er auch alleine losfliegen, ja, ne? Frachtraum. Aber das ist nicht groß, ne? Hier sitzen schon einiges an Waffen drin, ne? Den als Händler ist auch doof. Nee, das machen wir nicht. Wo ist das andere Schiff jetzt? Da. Der Albatros, da fliegen wir jetzt gerade mit dem dahin. Da müssen wir ja näher hin und dann tauschen wir den Händler da rein, ne? Beam me up heißt das dann, ne, oder? F. So, jetzt ist das so, glaube ich, richtig. Der Schmuggler, den nehmen wir hier mit hin. Ich hoffe, das hier ist Albatros und das ist hier unser anderes Schiff. Ja, das ist, glaube ich, so richtig jetzt. Das sind die Torpedos, okay. Ich glaube, das passt jetzt soweit. So, jetzt würde ich mal schauen, interagieren wir nochmal, Befehle,
Ah ne, das ist jetzt hier über die Karte zu machen. Hier ist das mit den Befehlen, ne? Der Albatros soll jetzt Handel betreiben. Und dann soll er den Handel hier irgendwo machen. Linksklick, um Zielgebiet auszuwählen. Ah, okay, dann kann ich die da dran machen. Den Traveler will ich jetzt nicht da dran machen. Den Elch würde ich da gerne dran machen, aber der Elch geht nicht. Schiff hat keinen Kapitän, alles klar. Dann müssen wir da einen Kapitän reinsetzen, damit das geht. Gefahr im Hinterhalt, 52%. Jetzt weißt du, warum wir da, ne, definitiv was machen müssen. Okay, das bedeutet, wir müssen den Elch noch haben. Der sitzt da. Der Elch braucht jetzt noch einen Kapitän. Crew. Wir haben den Entdecker hier an Bord, ne? Ach so, da ist doch einer dran, nur den haben wir nicht eingesetzt. Okay, dann lass das mal so. Und den setzen wir da oben hin. Geht irgendwie nicht, ne? Okay, dann bedeutet das, dass wir jetzt im Elch sitzen und dann da nochmal reingucken. So, jetzt ist er drinne. Okay. Jetzt kann ich da wieder einsteigen, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir nur auf die Karte gehen, den Albatros auswählen. Der Albatros soll handeln. Der soll in welchem Bereich handeln? Irgendwo da, wo es nicht gefährlich ist eigentlich, ne? Gefahr für Hinterhalt. Escort-Unterstützung machen wir mal so. Aber Albatros nochmal, klappt daneben geklickt, ne? Oh, 96. Das bedeutet eigentlich, dass wir hier jetzt erstmal den Albatros irgendwo rüber schicken und den Elch gleich mit. Schauen, dass wir mehr nach hier hinten hinkommen, oder? Und der kann keinen Hyperraumanschlag machen, weil er kann ja nicht. Ach, hat wieder gut geklappt, oder? Dann hol den Elch gleich wieder erstmal hier hin. Obwohl, eigentlich wäre es jetzt auch egal gewesen. Lassen da. Ja, da müssen wir wieder an dem noch basteln. Das ist nicht so dolle. Geh da mal rein. Energie niedrig. Aha, er versucht's, aber geht nicht. Das ist ja krass, oder? Baumenü. Ne, haben wir hier unten ja den Generator, ne? Das ist ein Generator, ne? Steuerung Copy. Steuerung V. Ich hoffe, das sieht einigermaßen, aus. So. Dann wieder aus dem Baumenü raus. Und ich möchte gerne in das Schiff wechseln und gucke mir das nochmal von der Seite an.
Jetzt hat er es geschafft, alles klar. Jetzt ist er weg. Okay, gut. Dann haben wir das erstmal geschafft. Die beiden sitzen jetzt hier. Wenn ich den Albatros jetzt hier handeln lasse, dann wird wahrscheinlich die Prozentzahl auch noch schlecht sein, oder? Schon alleine da, weil da der rote Bereich ist. Da gibt es wohl nur 37. Ich kann das ja auch so einschränken, ne, oder? Ach, guck mal, hier ist 0. Kommando bei allem Auswege, aber so kann ich nicht arbeiten. Konnte keine Routen in der Gegend finden. Wir sollten mehr Sektoren finden, suchen. Okay, das bedeutet, ja. Mehr Sektoren erkunden, alles klar. Hier sind zu wenige Verbindungen. Dringende Lieferung für unbekannten Auftraggeber. Ja, okay, ich sage aber, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.